Und Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxys E-Team. Mein Name ist Fox und ja, wie ihr gerade in diesen Textbeschreibungen sehen, machen wir gerade ein Unboxing. Ich habe bei Amazon ein Überraschungspaket Darf ich? gekauft, ja. Das hat 26 € gekostet und jetzt sind wir doch mal gespannt, was da so drin ist. Samantha möchte das jetzt mal auspacken und ja. Da schauen wir uns doch einfach mal an, was da Sache ist. Tamina versuchte gerade mal so ein bisschen das Teil aufzumachen. Will ich nicht schneiden? Oder in die Kamera schneiden? So. Willst du rausholen und den hier hinlegen? Ja. Ist ganz spannend da ein Ja, okay. bisschen. Ich weiß wirklich nicht, Ich was. packe ihn so zur Seite, weil ich Ja? kann damit nicht Ich sehen. weiß wirklich nicht, was da drinne ist. Ja, da ist Oha, was ist irgendwas das denn? Eine ganz große Tüte mit irgendwelchen Sachen drin. Okay, da ist noch mehr drin. Ein kleiner Ja, Einhorn ein sehe ich. kleiner Einhorn. Der ist ja süß. Okay. Hol ruhig mal ein bisschen was raus. Wir packen das hier einfach mal alles hin. Mein Messer nehme ich erstmal weg, damit es da wegkommt. Okay, Silvesterparty, yippie. Sehr schön. Was haben wir denn da noch Was ist das Schönes? zusammen? Was zusammenbauen? Im Flurinnenraum. Kleines Möchtegern-Sticker. Was haben wir da? Ein kleiner Vorhang oder so? Oder ein kleines Kissen? Ja, haben wir da ein Bild? Nein. Hat man eigentlich alles richtig ausgefüllt? Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht alles zu filmen, wie man da auspackt. Das ist nur eine kleine Ein Folie oder Schleim, so. glaube ich. Was ist das? Also Schleim in mehreren Farben oder so. Das ist Schleim oder so, sagt sie gerade. Das würde ich jetzt dann nicht auspacken. Komm her, ich zeig das nochmal so. Das kannst du gleich alles selber auspacken, so. Wo wir das Video nicht machen. Da geht das ja 5 Stunden. So, das ist das Schleim. Was hast du denn noch Schönes? Guck mal, die Tüte, die ist voll. Und das war noch längst nicht alles anscheinend in den Karton. Was haben wir denn da? Auch so ein Glibberkram. Ach so, das habe ich echt. Ja, richtig. Klatsch kannst du machen. Hier, klatsch mal hier drauf. Ih, geht nicht. Na? Der Batsch. Sehr schön. Okay, was ist da noch? Oh, guck mal, alles. Viele Kleinkram. So was nennen wir Überraschungspaket. Einfach nur hier. Nee, Tischtennisball ist das. Ein Tischtennisball. Ein Aufkleber. Sehr schön, ein Aufkleber. Finde ich richtig gut. Ich glaube, irgendwas so Katzbilder oder so. Ja, das scheint ein Kratzbild zu sein. Brauchst du nicht auspacken erstmal, bitte. War hier doch ein Stab drin? Ja, also das ist ein Kratzbild. Wer das noch nicht kennt, man kratzt die weißen Dinger einfach weg mit diesen Stäbchen und dann ist das aber auch ein ganz billig Ding eigentlich. Das ist hier so. Was hast du da jetzt? Auch so ein Kratzbild, so ein bunter, der aber vermutlich schon gekratzt ist. Ja, da liegt es zum Aufhängen oder so. Auch hier zeige ich das mal so. Ich will die Kamera nicht immer drehen. Ich muss hier vorsichtig sein, sonst haut er mir das ganze Video, wenn ich es hochladen tue, ein bisschen anders an. Hier, das ist hier. Kann man das lesen? Das ist vermutlich so ein 1-Euro-Teil. Ein Was? Dino zum Zusammenbauen. Ein Dino zum Zusammenbauen. Ja, das scheint mir tatsächlich ein Und Dinosaurier noch zu sein. einer. Und noch ein Dinosaurier. Sag ich hier. Und noch einer. Und noch ein grüner Dinosaurier. Das scheint wohl eher ein Rex zu sein oder so. Und Kleine Spielzeuge. Und hier noch ist ein. noch so ein Jetzt haben wir Einhorn. zwei von Jetzt haben wir denen. schon zwei von denen. Sind auch wirklich haargenau die gleichen. Okay. Einen kann ich meiner Freundin Ja, schenken. mach doch. Oh, den will ich mal nehmen. Das ist ein. Achso, guck mal, Spider-Man. Den kann man hier irgendwo ankleben und er klettert da. Noch ein Bällchen, ein Smiley, ein Emoji. Ein bisschen härterer Teil. Hier haben wir noch mal so ein Kletterteil hier. Noch mal so ein Ding. Da haben wir schon zwei davon. Ah, guck mal. Was ist das? Ein Fallschirmspringer? Cool. Ein Fallschirmspringer ist auch dabei. Hui. Halskette. Eine Halskette. Sehr schön.
kannst am Ende alles später ganz so rum auspacken und wir spielen das vielleicht nachher noch ein bisschen oder was weiß ich. Oh! Das kennt vermutlich noch jeder. Damit er will er auch das wieder auspacken. Digga, die wehtun, die Dinger. Oh, es ist natürlich immer ein bisschen blöd, das Video geht jetzt schon 5 Minuten. Also, ich hoffe, ihr habt Zeit. Geh mal an für die Dinger. Was ist jetzt so? Ich glaube, jeder weiß, wie das geht. Ja, man schlägt das normalerweise drauf und das ist aber auch mit Dino versehen, richtig? Ja. Ja, auch mit Dino. Hier, das war das hier, um das mal zu zeigen. Das war sowas hier. Das klatscht man eigentlich so auf ein Handgelenk und fertig. Einfach so, ganz ja, simpel und einfach. Sehr schön. Ich helfe mir ein bisschen mit. Auch hier sowas, weiß ich nicht, was es ist. Ein Brummkreisel. Da weg. Sehr schön, funktioniert sogar. Was haben wir noch Schönes? Oh, hier, guck mal, ein kleines Möchtegern-Spielzeug. Pets. Auch wieder mit einer Schlange drauf oder so. Stempel. Ein Stempelkasten, das kennt ihr auch hier. Hier ist ein Stempelkasten drin oder sowas alles. Sehr schön. Nee, das sieht voll ekelhaft aus. Was haben wir denn da? Kanal. Firma sieht voll ekelhaft aus. Da ist auch irgendwas Glitzeriges drin. So ein Rockteil. Cool. Was denn? Du musst es hochwerfen, du musst dabei in die Löcher. Ach so, ja, ganz einfach. So ein kleines Möchtegern-Spiel, ein Tischtennis, wo man auf die Löcher treffen muss. Sehr schön. Und ein Outdoor-Line. Sehr, sehr gut. Ganz einfach von Kindern überraschend ein. So kann man das natürlich auch machen. Ein dritter Anhänger. Ein dritter Anhänger. Genau der gleiche Spieler. Schon, davon haben wir denn mittlerweile schon 3. Ich glaube, die Dinge nennt man das Linky. Ich brauche mal dringend eine Action-Kamera, dann brauche ich nicht immer die Kamera so hin und her. Oh, guck mal. Wir wären ein bisschen flexibler. Und ein kleines Treppenläufer war das früher mal, hieß man die. Ich glaube, das nennt man das Linky oder so. Ich helfe mir noch ein bisschen. Guck mal, hier haben wir nochmal so ein Ding und nochmal so ein Teil hier, keine Ahnung. Das ist eine Flöte. Oder so was ähnliches. Da. Sehr lustig. Hier sind auch 3 Stück davon, aber alles immer verschiedene, aber halt auch nichts wieder. Und das ist jetzt eine Spielzeuguhr. Eine Spielzeuguhr, wo man halt spielen kann. Darf ich dir mal so richtig zeigen? Das ist mit einem Mausgesicht oder sowas. Maus. Nein, hat mit Roblox Maus da gerade nichts zu tun, aber ist auch Maus. Was haben wir jetzt da? Was ist das? Eine Frisbee oder was? Achso. Aufmachen und dann packt man den da rein. Ah, ich kann das jetzt nicht. Nee, das packt man dann so rein und dann hast du so ein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was hast du jetzt da? Ein Riesenring. Boah. Gut. Und natürlich wieder, ich mache auch noch mal einen hier, sowas hier, das ist auch wieder drin, als Pferdchen. Und dann haben wir hier noch einen Dino. Guck mal, die Dinosaurier sammeln sich hier bei mir. Dann haben wir ordentlich Dinosaurier anzupacken. Und ein Herzchenring ist auch dabei. Klasse. Und natürlich noch ein zweiter Stempelkissen. Was ist wieder hier? Diesmal mit Auto, das andere war in so einem Pirat. Ich glaub, das sind Tattoos. Oh. Der hört mir auch schon mal das an. Könnte Tattoos sein. Hier. Der hat noch einen Ring. Ich versuche das hier gerade nebenbei zu lesen, während ich ein Handy in der Hand halte. Fetter Ring schon wieder. Schon wieder ein fetter Ring. Also einmal mit Piraten wieder. Also das eine Pirat, das andere Pirat. Noch ein weiter Brummelkreis. Also es wiederholt sich hier auch jetzt schon. Ah. Was ist das? Auch wieder so eine Tröten-ähnliches Fahrt. Und was hast du? Und hier ist noch eine schöne Kette für Samantha. Ich nehme auch noch mal was. Keine Kette. Eine ja. Und guck mal, jetzt noch ein Armband. Solche, ja, da hat sie schon 2. Solche Stroh haben wir mit Propeller dran oder sowas alles. Sehr schön. Und dann hat sie noch Stifte. Also bis jetzt, ja,
Alles wirklich ganz, ganz billig Kram, aber die Emojis nehme ich auch nochmal und einen lachenden Emoji. Weil die sind ganz schön weich. Aber irgendwas scheint da noch drin zu sein oder so. Und ganz viele Sticker. Passt zu ihrem Sticker-Album. Auch Emoji sind das. Sehr schön. Was hast du jetzt da noch? Wir kommen jetzt ein Fidget-Spinner rein. Gut, was haben wir jetzt da? Auch nochmal so ein Glibber-Kram, was du irgendwie was rumglibbern kannst. Und hier noch eine nächste Kette. Ich glaube, den hatte sie schon. Den hat sie jetzt schon zweimal. Einhornkacke. Kann sie auch mal gerne das was. Ja, Einhornkacke. Schleim schon wieder. Ein richtig echten Schleim. Das ist ein Einhorn drin, ne? Wie ihr seht. Okay. Auto. Ein mächtiges, billiges Auto. Ein Gebiss. Ein Krakulazin. Die kennt jeder. Die kriegt man alle. Die kriegt man auf dem Jahrmarkt, wenn man einen Ball werfen verschießt. Kann man sich die kostenlos hier gratis mitnehmen. Gut, passt schön zu Halloween. Nochmal so ein Facebook. Und noch ein Dinosaurier. Komm hier, wir sammeln uns die Dinosaurier. Hier, haben wir noch einen. Stapel sie. Wieder. Sehr schön. Was ist das? Noch ein Kratzbild? Ich habe die Dinger mal voll. Noch ein Kratzbild? Oder sowas ähnliches? Sieht man nicht aus wie ein Kratzbild. Aber wer weiß, was das genau ist. Eine Zahnbürste. Eine Zahnbürste. Guck mal, eine Zahnbürste mit Disso. Und hier habe ich noch ein kleines Handyspielchen. Kann man auch wieder rumeiern, rumspielen. Was haben wir jetzt noch? Ein kleiner Möchtegern Radiergummi, sagt sie gerade. Und was ist das hier? Ein Rentier. Was hast du jetzt noch? Ein Flummi? Und ein Brummkreis. Und noch ein Brummkreis. Davon haben wir jetzt auch schon. Guck mal, jetzt sammelt sich alles. Wetterring. Möchtegern kleines bisschen Spielzeug. Alles, was man aus dem Jahrmarkt wohl nicht weggekriegt hat. Nochmal so eine Glibberhand. Ich weiß doch, erkennt man. Und noch eine Glibberhand. Alles das Gleiche und wiederholt. Was ist das? Ist das eine Fingerfalle? Was ich die ganze Zeit gesagt habe. Keine Ahnung, was das ist. Fragezeichen. Das ist ein Fragezeichen, richtig. Aber es summiert sich hier. Oh nee, das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Und sie hat ein kleines Mini-Brettspiel. Ich ärgere dich, weil ich nicht. Das könnte tatsächlich Mensch ärgere dich nicht sein. Mensch ärgere dich. Aber hat ein kleines bisschen möchte gern. Toys nennt sich das auch. Auch ein Jahrmarktspiel. Was ist da noch drin? Ist da gerade noch so ein bisschen? Da ist noch ein bisschen was. Haben wir da versucht, da gerade länger reinzugreifen. Und was haben wir da? Ein Zauberstäbchen. Ein Stäbchen. Ein Rainbow. Irgendwas da. Leuchtet aber nicht. Sieht nur bunt aus. Schön. Dann haben wir da auch Damenspiel. Was haben wir jetzt da noch? Eine Kiste, ein Karton oder was ist das? Ein Piratenschatzkiste. Die kann man sich zusammenpacken und dann kannst du ein Happy Meal draus machen. Würde ich gerade sagen, ein Happy Meal. Wo es fehlt da natürlich dieses Happy Meal. Keine Sorge, musst du jetzt nicht machen. Das packt man dann so zusammen und dann hast du noch einen Griff, einen kleinen extra gerne Schatzkiste. Gut. Ein Windspiel. Jetzt schon kaputt. Kann man einfach nur wieder ranmachen. Das packt man einfach draußen irgendwie hin und dann rennt man so, glaube ich, rum und dann läuft das. Oder du hast eine riesen Krawatte. Kann natürlich auch sein. Ja. Sehr schön. Klasse. Okay, aber das Gummi reißt ja auch schnell. Alles billig Kram. Ist nicht gerissen. Ist aus dem Loch. Was haben wir noch drin? Ganz, ganz viel Kleinkram. Was ist das? Ist schon wieder sowas? Haben wir viel? Ne, da ist irgendwas drin. Aufreißen. Ne, das kann man nicht aufreißen, glaube ich nicht. Nee, ich habe ich das Gefühl, man macht da irgendwas und dann bläst sich das Ding auf. Oh, jetzt ist ein Luftballon. Ja, aber das geht ja wieder weg dann. Da. Jetzt habe ich was gedrückt, jetzt passiert da irgendwas. Es wird kalt. Es wird kalt, ja, da kommt heiße Luft raus und dann hast du eine Keule. Aber das hält leider auch noch ein paar Minütchen. Da ist nämlich eine Flüssigkeit drin gewesen. Okay, soll ich weitermachen?
Ja, mach weiter. Nebenbei und kontrollieren wir die Keule. Was ist das? Eine Maske! Mit Elsa, mit Anna! Was? Oder sowas. Eine Maske. Ich würde den Gummi noch nicht. Das Gummi ist leider verkehrt rum eigentlich, aber ich glaube, das kann man auch einfach so machen. Ja. Auf Samstag. Auf Samstag. Wir sonst alle mal den Gummi irgendwann nennen. Hinter hier. Lass mal auf. Die. Ich glaube nicht, ich würde mich auf die Hälfte. Passt, glaube ich, nicht ganz so. Also wird es dann aus. So, ja. So wird es dann aussehen. Oh, coole Maske. Cool, das ist schon mal ganz gut. Das bricht sich weiter auf, Stück für Stück. Und ist immer noch kalt. Und eine zweite Maske hat sie. Das ist ja, was weiß ich. So wird sie aussehen. Cool. Ah, ein Kissen! Und endlich mal was Vernünftiges. Ein schönes, flauschiges Kissen. Ihr könnt es leider nicht fühlen. Auch als Emoji. Zunge rausstecken, Augen zwinkern und so. Und wir gucken uns die Keule an. Die bläst sich immer Stück für Stück weiter auf. Sehr, sehr, sehr lustig. Sehr, sehr gut. Und eine Wasserpistole hat sie auch. Eine 1 Cent Wasserpistole. Okay. Eine Eieruhr, eine Sanduhr, eine Zahnputzuhr. Sehr gut. Ist da noch was drin? Hier, wir gucken uns die Keule an. Die bläst sich auf, die bläst sich auf, die bläst sich auf. Und ein weiteren Stofftier oder sowas. Was ist das? Ein Lutscher. Das ist tatsächlich ein Lutscher. Sehr lecker. Sehr gut, von LG. Noch eine Knarre. Und noch eine Wasserpistole. Okay. Sehr, sehr schön. Oha. Wird langsam füller. Es füllt sich auf hier die Keule und irgendwas. Das fühlt sich ja richtig eklig an. Ist noch was? Und der blinkert sogar. Habe ich gemerkt, weil er am Ball drin ist. Das ist schön. Und sie hat nochmal einen Schleim. Glitzer. Wo ist der eine? Der eine ist hier irgendwo. Da, hier. Hier ist das Nummer 1 und das zweite ist eigentlich genau das gleiche. Nicht ganz, oder? Das Ding hat aufgehört, Tausendfüße und hey. Geht nicht mehr. Schon kaputt gespielt. Na, jetzt läuft er wieder. Schönes Spielzeug. Haben wir da, guckt er noch. Ist da noch was drin in dem Karton? Ja. Da ist noch was drin, sagt sie. Noch so ein. Noch mal so ein Teil da. Noch eingepackt. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Aha. Sehr schön. Das ist alles nur was für kleine Kinder drin, nur was für die kleine Maus. Für mich ist da nichts zu spielen drin, außer vielleicht die Keule, die bald fertig ist. Hallo! Hi! Die Keule ist fast durch. Super. Das ist die Keule. Sehr gut. Ist da noch was drin? Ja. Wir machen weiter, da ist noch was drin. Nochmal so ein Spielzeug, nochmal so ein Ballteil. Ist nee, noch... ich hab's geschafft! Ist da noch was drin? Ja. Ja, da ist noch was drin. Und? Noch eine Pistole, noch eine Wasserpistole. Und eine Knarre. Jetzt wird's langweilig. Jeder kann sich bald eine Wasserpistole im Sommer und dann geht's los. Ah, Was ist das? Ein Karton? Ist da was drin? Ja. Ja? Sie guckt sie erst rein, sagt sie. Sie guckt sie erst rein. Wir gucken uns den ganzen Kram hier an und? Und? Ein Schmetterling? Kann das irgendwas? Ja, es leuchtet blau. Jetzt nicht. So, die Batterie schon leer? Es blinkt einmal ganz kurz und ist fertig. Vermutlich die Batterie schon weg oder so. Anfahren? Oder? Aha. Aha, wenn man drauf drückt, dann blinkert das. Hier. Cool, was ist da noch drin?
Und natürlich eine Wasserpistole, ist ja sehr interessant. Da ist noch was Großes drin. Da ist noch was Großes drin. Ein Kasten. Nochmal ein Piratenkasten. Nee, diesmal als hier Lokomotive. Okay, was ist das? Nochmal so ein Stoffteil. Jetzt packt ihr den mal aus. Ihr wisst noch, am Anfang des Videos. Es ist nur ein Stück Seidenstoff. Mehr ist das gar nicht. Das sieht voll cool aus, oder? Ja. Ich bin okay. Pink. Ja. Das sieht nice aus. Was ist denn noch? Was ist denn noch? Noch was drin? Ja, da scheint immer noch was drin zu sein. Und das ist eine Deutschlandflagge. Das ist einfach. Das brauchst du jetzt nicht auszumachen. Doch. Ja? Deutschland-Seidenflagge. Deutschland-Seiden. Sag ich doch, das ist Deutschland. Ole, 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 ole. Ole, sehr schön. Mann, es wird hier so voll. Guck mal, die Keule ist fertig. Es wird hier alles so verdammt voll. Oh Gott, da ist immer noch was drin. Oh ja. Oh, was ist das denn jetzt schön, ne? Ein Zauberstäbchen. Ein Spielzeug. Mit sehr viel Glitzer drin. Ist aber noch was drin. Ein Zahn. Den dreht man auf und den hüpft er rum. Oh, den Platz. Der klebt. Mit den Füßen. Jetzt passiert nichts. Ja. Ich muss mal ganz das Handy zur Seite legen. Warte. Siehst du? Passiert was? Warte. Okay, sehr schön. Ah, hat dich gebissen. Was haben wir noch? Gebissen. Ist da noch was drin? Ja. Boah. Ganz hinten. Was ist das? Einhornglitter. Einhornglitter? Achso, das ist so ein wie ein Flugzeug damals, was man zusammenbaut, aber ist kein Flugzeug. Hä? Nee, Rasse. Da sind auch zwei Sachen drin. Ich helfe mal. Ein Schnüller. Was ist das? Irgendwas Blaues. Was man das trinken kann. Milk Bottle. Was ist das? Das ist Milchbuddelschleim. Das soll irgendwie ein Schleim sein. Ach so, ja, tatsächlich ist Schleim. Und du hast jetzt noch einen Ball. Gut, so ein Ding hier. Dann sag ich mal, ob du das für 26 Euro gelohnt hast, weiß ich nicht. Das ist reinstes Jahrmarktartikel, das ist ganz lustig hier. Aber so ist im Grunde genommen, ja. Gut, in Jahrmarkt gibt man mehr Geld aus, um so einen Stapel Kleinigkeiten zu haben, mit Ballwerfen und so. Aber da hat man dann auch seinen Spaß. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, immer dran denken, wir sind nicht Fix, sondern diese Foxys. Und Game Over. Oder auch nicht.